What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into the part two of our Bullshit Uncles journey. Seriously, super respect for these dudes. Honestly, I see what you guys were saying in the comments about wishing the music in the documentary was translated as well. I could see that totally. Like, it was at first, it kind of threw me off, but we're still gonna jump into it, we're still gonna finish it off for sure. Just seeing the things that they fought through. 40 fucking years is a long time for anything. Hell, these days, 40 years is almost a long time to live. They've been together for 40 years and they're still going. Shout out to them. Seriously, I love any kind of come up story, and this is definitely one of those. Let's go. Let's jump back into it. Haben wir stetig mehr Platten verkauft. Und haben stetig mehr. You guys are gonna have to forgive me. I will be eating away from the microphone, no ASMR, because I gotta eat dinner too. Positive Reaktionen bekommen. Es gab damals schon unheimlich viele Leute, sprich jetzt in unserem Fall Onkelz-Fans, die dieses Spiel durchschaut haben, was mit uns gespielt wurde, und die gesagt haben, nee, so nicht. Ja, das lassen wir uns nicht gefallen, das lassen wir uns nicht verbieten, die Band gut zu finden. Und wir kommen trotzdem zu den Konzerten und wir kaufen trotzdem die Platten und so weiter. Und das hat natürlich, war natürlich eine unheimlich große Hilfe. History und Hexenjagd und trotzdem nur eins. Das Leben meint es gut mit uns und das war der Beweis. Für diesen armen Planeten scheint Hoffnung zu bestehen. Manche Dinge sind wahr, auch wenn wir sie nicht sehen. Das ist der Punkt, vor dem mich alle warnen. Wir schießen Wahrheit durch deine Membranen. Das ist so klar wie Wodka. Du findest uns ganz oben. For dudes that started off with the outlook that, hey, those guys suck, so it's okay if we suck too. They sure the hell like evolved and became something really phenomenal. From people that didn't even know anything about music to just wanting to do it and making it happen, that's like a, I don't know, that's like a dream story. Rock'n'Roll, und Rock'n'Roll ist Emotion. Ja, es ist Energie. Ja. Und Energie. Und ja, das ist uns wichtiger als technische Perfektion, sagen wir es mal so. Nein, der berühmteste Schlagzeuger Deutschlands. Ja, Achtung, da ist er. Hey, können wir ein Autogramm haben? Können wir ein Autogramm haben? Können wir keine... Ach, das glaube ich sogar. So arrogante Rockschnösel hier. Dresden, sag ich schon Leipzig. Entschuldigt bitte. Warte mal. Nee, doch, mach mal. Hier, Kevin P., bitte. Da rein. Kevin P., hier rein. Weil ihr stinkt. They really just like to take the piss out of one another. Können uns ja kurz angucken, entweder wir checken, dass weitergespielt wird oder einige Zeichen, dass wir aufhören. Dann wissen wir, okay, jetzt ist zu Ende. Wenn dann du nickst, ja, dann spielen wir es weiter. Wenn ich nicke, hören wir auf. Ja, aber nicht mittendrin. Nee. If you nod, we'll keep going. If I nod, we'll stop. Wie ihr es unschwer an diesen dicken, löchrigen Gitarren erkennen könnt, kommt jetzt wieder mal ein Tag verschenkt. Was it done purposely, the out-of-tune guitar? Was it really just an accident? Like, shit, we forgot to tune the guitar. Buonasera, signorina. Alles klar? Machen wir keine Rock'n'Roll. Jeder Mann am Tag verschwindet.
Scheißmelodie ist irgendwo zwischendrin irgendwie, da bleib ich immer hängen. Und die Mönchenstadt war die noch. Yeah! You imagine the camaraderie between them after 40 years, though. 40 years together. It's crazy. Yeah! Yeah! Ein Patz hatte ich mir geleistet, das ganze Konzert. Furchtbar. In einem Lied, was ich schon 100.000 Mal gesungen habe, was eigentlich, das geht von alleine. Ja, weil nur die Besten sterben, Jung. Ja, es hat mich so verwundert, dass ich mein Break nicht machen konnte. So, jetzt los. How many takes are we gonna get to? Ich hab's verpeilt. Hier, film doch den nochmal, den Look. Der sitzt da nur rum. Ja, eben hab ich mich so halbwegs durchgemogelt. Das war jetzt schon nicht schlecht, aber... Scheiße ist das! Alles Scheiße! Kurz und prägnant, kurz und prägnant. Mann, ey. I think it's safe to say that we most certainly know how to play now. In some ways, I kind of like that they didn't subtitle the music, because when we reacted to the whole concert, the whole time I was sitting there reading subtitles, and you kind of have to bounce back and forth. You lose some of the beauty of the performance. But watching them perform, even if what they lacked in musical talent, you could tell with their cockiness, confidence, that their stage presence has always probably been on point. That's why the audience is just like, we love her. It's probably the stage presence. At first, it's probably what it was. Now, my God. Das nächste Lied hatte
eine etwas unrühmliche Entstehungsgeschichte. Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein, glaube ich, hat es vielen Leuten über den Tod von Freunden und Familien weggeholfen. We've seen a lot of different things from them. We know that they're capable of kind of the boastful. We know that they're capable of really, really deep shit as well. And we know that they're capable of just getting out there and having fun and saying whatever the hell they want to say. Am Abend war das Spiel Deutschland gegen Arabische Emirate oder sowas, was Deutschland, glaube ich, 5-2 gewonnen hat oder so. Und danach wollten wir eigentlich nochmal nach Sachsenhausen fahren, ja. Und der Trimi, der hat gar keinen Bock gehabt, der wollte die ganze Zeit gar nicht mit. Dann haben wir ihn noch überredet, komm, geh mit und so, zack, reißt es auf, schön, machen wir eine Party. Und dann sind wir losgefahren, sind halt in die Kneipe reingefahren. Und ohne irgendeinen Grund, ohne dass jetzt irgendwas war, hat er ein Messer in die Brust reingestochen bekommen von so einem Vollidioten. Ich habe ihn in den Arm genommen und dann ist er in meinem Arm gestorben. Ja, das war halt ein hartes Erlebnis für mich. Und holy shit! That's intense! I can imagine having convincing someone to go somewhere and then having something bad happen to them when they didn't really want to go in the first place. Irgendwas war, hat er ein Messer in die Brust reingestochen bekommen von so einem Vollidioten. Ich habe ihn in den Arm genommen und dann ist er in meinem Arm gestorben. Ja, das war halt ein hartes Erlebnis für mich und das war mein allerbester Freund. Wir haben auch zusammen gewohnt in 28. Aber nach seinem Tod und nach der Beerdigung vor allen Dingen bin ich total aus dem Ruder geraten und hab mir all die Birne zugeschossen, wie es nur geht. Wow. Kannst du einfach nicht lassen, mich immer wieder in Drogenexzesse reinzuschmeißen. Und die sind ultra lang gewesen, ultra brutal, ultra viel. Polytox heißt mit allem, alles was Rausch macht, habe ich genommen. Ich versuche mal da den Ball flach zu halten und einfach zu sagen, dass es wahnsinnig schwer ist, mit einem Drogensüchtigen eine Band zu haben, gemeinsam an Zielen zu arbeiten und einen Job abzuliefern, der den Fans gerecht wird. Also eins ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, das war, als wir damals bei Virgin Records waren, haben wir in der Münchner Olympiahalle gespielt und Virgin Records hat irgendwie einfliegen lassen aus ganz Europa, England, von der Zentrale von Virgin und so weiter, irgendwie 50, 60 Leute, alles was wichtig ist. Und Kevin hat das Konzert in München so dermaßen verkackt, weil er so drauf war, auf Drogen, Text vergessen, von der Bühne gegangen, weil er pissen musste, nicht mehr zurück. It would be really, really difficult, honestly, to say, like, that's super hard, to say how somebody would even handle something like that. A lot of bands would just be like, you know what, you're done. We can't have you messing up the band. And then there's these other kind of bands where you're a little bit closer than that, you can't just leave somebody kind of on their own. Very interesting indeed. Let's see. Forget your lines. Drogen, Text walk vergessen, off and take a piss. Von der Bühne a lot of people gegangen, will be like, yeah, I'm not dealing with musste, that. Nicht mehr zurückgekommen. Du stehst auf der Bühne, 15, 20 Minuten improvisierst, kannst natürlich nicht einfach aufhören zu spielen oder so und fragst dich, guckst die ganze Zeit, wo bleibt der Typ? Nach 15 Minuten oder sowas, 20 Minuten, haben sie ihn dann gefunden und auf die Bühne zurückgebracht. Ja? Der hat sich in sein Kabel eingewickelt. Der hat falsch gesungen, falsche Einsätze gehabt. Also wie gesagt, das Konzert war ein totales Desaster. Und die ganze Virgin Europa Vorstandsetage sitzt unten im Publikum. Also das war wirklich für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, wie das noch weitergehen soll, aber ja, irgendwas muss passieren. Ich war nicht mehr tragbar. Ich habe mein Leben nicht mehr so im Griff gehabt, dass ich sagen könnte, ich schaffe das, ich schaffe eine Tournee, ich schaffe Konzerte ohne weiteres. Das war einfach ein Unsicherheitsfaktor, ne? Das muss ich sagen. Ich war derjenige, der ständiges Kindermädchen spielen durfte und über so viele Jahre. Und es war irgendwann mal, war ich müde. Dann kam ein Anruf, Stefan bittet P und mich, bei ihm vorbeizukommen. Und dann hat er uns kurz und bündig gesagt, er hat keinen Bock mehr. Und das war's.
Schock. Die Stimmung war wirklich so aufgeheizt, dass es ihm einfach gereicht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da war richtig dann Gas, da war Dynamit in der Band halt, ne? Weil vielleicht war der Stefan wirklich der Einzige, der damals es erkannt hat und wirklich die Bremse reingetreten hat. Also ich weiß nicht, ich war jedenfalls stinksauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, wenn dir dein Leben, das muss man ja wirklich so sagen, auf einmal unter den Füßen weggezogen wird, dann bist du auch stinksauer. Absolutely. If nobody wants to see, hey, we're on our way to greatness, we're living this kind of, we're on the way to the dream that we all had, and now that's all suddenly pulled out from underneath you. That's tragic. Wir waren Kumpels. Egal, was passiert, war klar. Ne? Wir müssen das irgendwie halt zusammen wuppen, da zusammen durch, und wir sind füreinander da. Ne? Aber es ist halt irgendwann ein Punkt eingetroffen, der nach so vielen Entzügen und Versprechungen und wieder irgendwo an einem Punkt angelangt war, wo du sagst, okay, jetzt, es geht jetzt nicht, jetzt ist es vorbei. Und dann stehst du vor der Frage, wird die Band jetzt deine Lebenslüge, oder bist du so konsequent und schaffst es zu Ende zu bringen und zu sagen, okay, pass auf, hier geht es nicht ums Geld, hier geht es darum, wer wir sind, was wir den Fans geben, und wenn wir das nicht mehr geben können, dann müssen wir auch die Eier haben, das einzusehen und die Konsequenzen rauszutragen. Und das haben wir versucht. Ich will mich ganz an dieser Stelle besonders an meine Freunde hier bei der Band bedanken, bei Captain Gonzo und P für 25 Jahre. Unglaublich ist für... War einfach nur noch ein Stein von den Herzen gefallen, war froh, dass es vorbei ist. Auch der ganze, die ganzen Reibereien innerhalb der Band und so, ja. Und dann begann ja Kevins Absturz erst richtig. Unschön. Man hätte das mit mehr Größe zu Ende führen können. Den Fans zuliebe, uns selbst zuliebe. Und das hat einen bitteren Beigeschmack gehabt für viele Jahre. Für 25 Jahre Treue, Support und unglaubliche Unterstützung. Dankeschön! They were endorsed in the Marais. Jetzt feiern wir noch weiter. Wir sehen uns im nächsten Leben. Ganz bestimmt. They obviously took a toll on a lot of people, more than just them. There were tons of people out there. In the damn audience, in tears. That would have been a hell of a hard thing, decision to make. I'm glad I've never been put in that kind of position. I've had friends who've battled their addictions and won. And I have other friends who help those kind of people battle addictions who they've had some harder cases, but... To just be like, hey, this thing that we've been doing here for 25 years is at an end. That would punch you right in the damn heart. Like, nobody really would want it, even though it might have been necessary. Es
hätte ja gar nicht zerbrechen müssen. Das ist ja eigentlich das, womit wir in dieser Zeit gehadert haben. Oder womit ich gehadert habe. Was wir draus gemacht haben, war nicht gut. Stefan und ich waren ja tief verkracht. Und die anderen habe ich in den ganzen 10 Jahren auch nicht gesehen. Kevin habe ich zwischendrin einmal gesehen. Aber der war so dermaßen druff und verdruckt, dass ich mir gesagt habe, weißt du, vergiss es einfach. Ja, der ist noch genauso unterwegs wie zu den Zeiten, als wir uns getrennt haben. Aber man höre und staune, kurze Zeit später hat sich das Blatt dann zum Gegenteil gewendet. Kevin war wieder super, super gut drauf, ist aus dem Knast rausgekommen, war plötzlich wieder ein Mensch, kein Zombie, war super drauf, gesprüht vor Energie. Und ja, haben wir gesagt, scheiße, das wäre doch geil, oder? Gonzo wollte dann wissen, wir hatten so ein bisschen E-Mail-Kontakt. Was waren die Themen denn so beim Meeting da? Und da habe ich ihm geschrieben, ja, war nichts groß. Und nur, dass wir mal überlegt haben, wir könnten ja. Und dann wurde hellhörig. Ich hatte mit dem Thema komplett abgeschlossen. Und hätte niemals damit gerechnet, dass es nochmal zu einer Reunion oder überhaupt zu einem Interesse daran kommen würde. Und war dann doch schon relativ geschockt, als ich die Mail auf einmal vor mir gesehen habe. Aber es gab dann schon ein paar schlaflose Nächte, ob ich das machen soll oder nicht. Yeah, you imagine being out of the game for that long and then having the email saying, hey, should we do this thing again? Like, 10 years is a long fucking time. Like, that's a really long time. You have a whole new life by then. Do you stop what you're doing to make it work? They obviously decided to. Uns ja mal treffen müssen. Ich musste aus München, wo ich damals gelebt habe, nach Frankfurt fahren und war als Erster da. Und sitze so da, 10 Minuten später klingelt's und dann denke ich, naja gut, Stefan ist dafür bekannt, notorisch als Letzter zu kommen, klingelt's und wer kommt rein? Stefan. Und dann waren wir beide sozusagen erstmal kurz alleine. Wenn der Funke überspringt, intern, wenn wir uns sehen und wir spüren, wir wollen das alle, ja, und wir wissen es zu schätzen, was wir einander haben, was die Onkels sind, ja, dann wird das Ding groß. Wir haben uns begrüßt, wir haben gelächelt, uns in den Arm gelegen und dann kamen die anderen beiden, dann haben wir uns reingesetzt, haben uns unterhalten und auf einmal wirklich nach 10 Minuten haben wir festgestellt, ey, es hat sich gar nichts geändert zu damals. Ja, wir sind immer noch genauso eine Gang und wir sind immer noch, verstehen uns immer noch genauso gut, trotz allem, was zwischendrin passiert ist und so weiter. Und ziehen alle, haben noch dieselben Ideen, wollen alle wieder am gleichen Strang ziehen und so. Und dann stand eigentlich erst wirklich fest, dass man sagen kann, die Frage wurde dann auch wirklich gestellt, ihr Jungs, könnt ihr euch das vorstellen und so? Und alle, ja, klar, können wir uns vorstellen und so weiter. Dann stand es eigentlich erst richtig fest, dass die Band wieder zusammenkommt. Kevin auf die Bühne, Frieden mit Gonzo, cool. Und mehr brauche ich nicht. Und dann ist da natürlich irgendwo, dann ist das ganze Ding total ausgeufert. And then it went ape shit. Was ich jetzt erlebe, ist eine Reunion, eine persönliche. Und ein Gefühl von Wiedergutmachung auch an mich selbst und an die Zuschauer. Ich habe die Chance jetzt nochmal bekommen, ja, und ich werde sie nutzen und ich habe Bock drauf. Ich bin einfach heiß drauf, das so zu erleben, wie ein Mensch das erleben sollte. Mit klaren Augen und mit wachem Verstand, ja, und mit viel Leidenschaft. That's what I'm talking about. What a turnaround. Wir haben noch lange nicht genug.
wir haben schon immer das gemacht, was wir wollten. Das macht vielleicht auch diesen ganzen Reiz aus, dass wir die Musik auch immer wieder so interpretieren können, wie wir das uns vorstellen und auch irgendwie jung geblieben sind. Ja? Klar werden wir älter und klar geht die Zeit schneller vorbei, wenn man älter ist. Aber wir sind im Herzen sind wir auf jeden Fall die geblieben, die wir auch früher waren. Und das kannst du auch nicht austauschen. They created a whole lot more of them in their wake. Es war immer authentisch, es ging nie darum, irgendwas vorzumachen. Jeder hat gesehen, wenn der Kevin auf der Bühne scheiße drauf war. Jeder hat gesehen, wenn der Stefan und ich uns gestritten haben, manchmal auch sogar auf der Bühne und so weiter. Und ich glaube, diese Authentizität ist neben der Musik das, was die Onkelz wirklich so erfolgreich gemacht haben. Wir sind gelebte Demokratie, wir halten es zusammen. Ja? Also wir finden uns da immer wieder ein. Manchmal geht's, aber wir haben es langsam geschnallt, wie wir uns auch auf einem guten Orbit halten. Ja, kommen uns nicht zu nahe und driften aber auch nicht zu weit auseinander. Mich erfüllt das Thema Onkelz mit tiefster Demut. Dankbar, sowas erleben zu dürfen, auch auf diese Art, die nicht immer toll war, aber so ohne Schulterklopfer. Und durch all dieses Dickicht und all diese Anfeindung irgendwie heil rauszukommen. Also ich meine, bitte, das ist eine Achterbahnfahrt vom Allerfeinsten. Ja. It damn sure was a rollercoaster ride for him. That's crazy. Und lebenserfüllend. You can't help but to love them. Bojan Onkelz, 40 years of... That's ridiculous. Like, a lot of people, especially people who do have a falling out and who do break up, a lot of them never, ever have a reunion. Never come back together. That is the end of it. It is said and done. Like, good on them for being willing to at least give it a shot. At least see if they can make it happen. Like, you're already living your dream once. And then you get to go back and live it again. Like, not many people get that second chance. It's very, very cool indeed. I understand completely why there are a lot of people out there that do completely respect them. If you guys enjoyed it, go show them some love on their channel. We already liked it. We've already hit the subscribe button. You should too. Smash the like button here if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video up there. One of these guys up here. Till the next one. I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. But I'll be to the moon and back. Peace.